Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Terraria. Jetzt in Farbe, in Mund und in 3D. Ja, wir sind ja immer noch fleißig dabei, uns hier neue Materialien anzuschaffen. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Titanium gekocht. Das macht gerade wieder ein bisschen Appetit auf mehr. Ich hoffe, es wird nicht zu wässrig. Und da haben wir jedenfalls erstmal böse Kuttenträger. Kuttenträger sind nie gut. Die nennen sich dann Geisterrüstung. Na gut, ich hätte sie anders genannt. Ich hätte sie Jehovas Rache genannt oder so eine Art. Aber du mit deiner Jehovas, magst du die nicht? Leute, wenn jemand früh morgens um 5 Uhr bei mir klingelt, den kann ich nicht mögen. Wow, da ist eine Falle. Die habe ich gesehen. Genau. Die haben wir theoretischerweise nicht entschärft. Aber jetzt. Juhu! Falle! So, die haben wir. Wir könnten uns mal so ein bisschen da rein teasern und gucken, ob wir vielleicht da nochmal ein bisschen Titanium bekommen. Das ist jetzt so meine neue Hoffnung. Titanium? Ja, nachdem ich immer ganze Zeit eigentlich das andere Erz haben wollte, boah, schwemm mir mal die blöde Fackel da weg. Und da habe ich schon wieder Titanium tatsächlich gesehen. Schaut mal. Oh. Entweder gibt es Titanium öfters, oder Titanium gibt es öfters. Könnte natürlich sein, dass es auch öfters gibt. Bin mir da noch nicht sicher. Mal schauen. Jo. Könnte natürlich auch sein, dass es Titanium öfters gibt. Könnte ja auch sein, dass ich im Dunkeln stehe. Ja, wieder eine Fledermaus. Sehr schön. Ich liebe Fledermäuse. Das ist doch nochmal Palladium, seht doch. Jo. Wenn die Atemwege verstopft sind, was ist denn schon dabei? Dann hat man Abfluss frei. Oha, da war gerade Sauerstoffmangel. Licht? Ah. Habe ich aber eine schöne Höhle ausgebuddelt hier. Ja, ja. Habe ich mir richtig Mühe gegeben. Also manchmal bin ich echt schockiert, wo das ganze Wasser herkommt. Brauche ich wieder Sauerstoff? Und vor allen Dingen muss ich den da loswerden. Ah. Kunibert. Genau, das ist Kunibert. Und den werden wir mal los. Warum werden wir den los? Weil ich den loswerden wollte. Oh, da ist alles richtig wässrig. Ja, und hier ist keine Sicht auf Verbesserung. Oh, wir gluckern gerade. Gluckern ist nicht gut. Okay. Gut, dann können wir uns hier mal weiter hochschlömseln wieder. Machen das Ganze mal hier dicht. So. Und dann gehen wir mal hier hoch. Na, geht's oder geht's nicht? Geht. Sehr schön. Gut. Willst du mir ärgern oder willst du mir ärgern? Das sieht aktuell danach aus, als ob ich ärgern will. Schauen wir mal, was haben wir denn da drin? Da ist wieder was Wässriges und ich höre wieder ein Schweinchen. Ja, da ist es.
Schweini! Aua. Ja. So viel dazu. Man hat echt davor auch nie Ruhe. Ah. Und... Autopilot. Genau. Oha, jetzt wird's düster. Ich sollte mal erstmal hier ein bisschen voran. Und dann sollte ich ein bisschen hoch. Bin ich da vor eine Falle stehen geblieben oder bin ich da vor eine Falle stehen geblieben? Autsch. Ich bin eh tot. Mist. Verdammte. Ja. Juh, dann schauen wir mal auf der Verhüttung. Vielleicht haben wir ja wieder was. Ist ein Rumbalan? Befreit. So. Gut, schauen wir mal. Was können wir denn hier? Zinnbarren, Eisenbarren, Tungsten, Palitium. Habe ich jetzt kein Erz gesammelt gehabt? Scheint so. Titanstone. Ich werde wahrscheinlich meinen Titan darauf verwenden, daraus eine Titanstone zu machen. Ich habe anscheinend nicht gesammelt. Oder zu wenig. Was sind das hier? Palitium-Ohr. Titanium? Okay, wir haben wohl nicht genug. Okay. Jetzt wieder hier lang. Ah ja, echt nicht lieber. Ich kenne den Weg ja schon bald auswendig. Okay. Boah, die Buddelei macht mich langsam echt irre. Oh, da ist Wasser. Ich wollte jetzt da gerade reinhauen. Guckt euch mal, wie viel Wasser da ist. Ja, da ist Wasser. Eindeutig. Lassen wir sein. Da hauen wir nicht mit der Axt rein. Es ist nicht ratsam, überall mit der Axt drin zu kloppen. Okay. Oh ja. Es ist hier glitschig auf dem Boden. Kann man schon mal in den ein oder anderen Gegner hineinglitschen. Jo, hier haben wir dann nochmal so was gehabt. Genau, hier wartete. Und das ist eindeutig eine Falle. Nö, es ist einfach nur Eisenerze. Jo, okay. Buddeln wir uns mal hier hoch. Oh, ich habe hier was aufgemacht. Oh, ich habe gar keine Fackel. Also mein Ding. Dann bauen wir neue. Jo, 99 Stück. Das sollte reichen. Wow. Auf Anhieb mal eine Höhle gefunden. Auf Anhieb auch wieder mal Licht ausgemacht. Okay. Oh, auf Anhieb wieder Tritium-Ohr gefunden. Danke. Hui. Nee, ist Eisenerz. Oh, ich habe Eisenerz gefunden. Auch toll. Vielleicht. So, wollen wir ja mal Licht anmachen. Oh, da ist sogar Licht. Jede Menge. Was ist denn das da? Sieht alles immer sehr verdächtig aus. Nee, es ist nur Eisenerz. Ah, das ist doch auch nur Eisenerz. Das könnte was sein, oder? Ist das nicht? Autsch. Wehgetan.
Hier ist definitiv nichts, aber das sieht auch wieder nur Eisenerz aus. Das sieht definitiv nur nach Eisenerz aus. Es ist nur Eisenerz. Ich werde es nochmal ausprobieren, aber... Das ist nur Eisenerz. Ja, das ist nur Eisenerz. Das ist nichts Tolles. So, immer hier lang. Licht. Aha. Oh, was ist denn das da unten? Das war, sah einfach nur so aus. Oha, jetzt habe ich mich ein bisschen verschlömselt. Okay, so lang. Machen wir mal den Flummi. Flummi! Nee, der haut nicht weiter. Ich hab gehofft, der haut weiter. Mal nochmal gleichzeitig auf die Karte gucken können, weil ich gerade neugierig war. So, auf alle Fälle mal ein bisschen Licht hier. Die ganze Zeit hier rumgeduscht hat. Das ist der Duscher hier. Genau, aber ich mach das mal so, ich will mit der Schildkröte nicht so viel zu tun haben. Oh, da unten ist wieder Höhlensystem. Wow. Ja, das machen wir mal. Höhlensystem. Ja, ist ja auch nicht verkehrt hier, mal ein bisschen zu gucken. Da ist schon gefackelt worden. Da habe ich schon gefackelt. Und da ist auf alle Fälle mal wieder ein Höhlenschaf. Juhu, Höhlenschaf! Mensch. Oh, hier waren wir ja auch vor kurzem gewesen, ne? Da ist das Herz und da ist das alles und hier ist die Falle. Und hier ist das Licht. Und da ist definitiv... Das ist die Palizium-Ohr. Palizium-Ohr? Nee, Palizium wollte ich gar nicht haben. Palizium war doch jetzt ja nicht so wertvoll. Da war nochmal eine Falle. Frage ist, was ist da oben? Palizium-Ohr. Titanium braucht ihr, wa? Titanium war das. Kommst du dran oder willst du nicht? Komm, Hugo! Das war jetzt Hugo. Muss ich mal einen neuen Namen einfallen. Das ist ja nicht das gleiche Skelett. Das ist ja mal unterschiedlich. Das war jetzt Hugo. Jetzt habe ich über den rüber gesprungen. Genau, jetzt haben wir die Puffmusik hier wieder. So. Wir werden mal hier versuchen, ein bisschen anzubauen. Oh, Django. Django sagt. Spielen hat Kinder heutzutage überhaupt noch? Ja. So. Du dusseliges Skelett, du. So. Machen wir mal Licht an. Das wird nicht besser. Das ist eine Torch. Hier wäre ziemlich unbekanntes Terrende. Können wir uns mal so zu Gemüte führen. Dann machen wir mal. So, Terrende. Autopilote Clopping. So, hier nochmal rinkloppen die Dinger. Dann machen wir nochmal Licht hier.
Eine Licht. Ein Licht brauchen wir. Lassen wir hier mal ein Licht aufgehen. Oh Gott, jetzt kommt so weit hier. Ja, klopft dir mal. Und der Fledermaus auch noch. Immer sehr schön. So. Oh, komm. Ach, das geht so nicht. Da muss ich noch was drin machen hier. Jo. Ah, jetzt bleibt der natürlich da hängen. Was ist immer. Schalalalala. So. Ja. Geht doch. Da haben wir nochmal einen Pott. Aber kein Wahlpott. Auatsch, 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 auatsch. Hier mal schön freiräumen. Da ist auch nichts sonst weiter. Da ist noch mal ein Skelett. Das ist da runtergedönselt. Soll's ruhig machen. Oha. Ein abgefahrenes Höhlensystem. Gut. Kuddeln wir uns mal hier lang wieder. Irgendwo muss ich ja wieder was finden. Ich habe gerade Wasser gehört. Jo, und Käfer haben wir auch. Whee! Whee! Da war die Käfer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute nicht allzu ernsthaft bin, aber keine Ahnung. Und dann haben wir mal die Fledermaus, die haben wir auch auf alle Fälle. Und da geht's hier rein. Oh Mann, wir haben das Leuchtungselement, danke sehr. Unter uns war eine Falle. War doch eine Falle, wa? Könnten wir natürlich auch wegkloppen, die Falle. Genau. Ja, wir haben die Falle weggekloppt. Gut, machen wir eben mal hier ein Dings rein. Passt schon. Und da geht's hier lang. Ja, und da oben, ja, ist es schon wieder wässrig. Also das Wasser geht mir hier sehr auf den Oh. Da oben ist doch was. Ich hab doch mal dort gesehen, oder? So, machen wir mal so. Ich hab doch gerade was hier. Nee, ist leider nicht das Erz. Ich hab gerade gedacht, dass das ist Erz, aber das ist es nicht. Gut. Aber wir können uns trotzdem mal lang buddeln da lang, in der Hoffnung, dass wir dahinter vielleicht noch was. Ja, jetzt kriege ich noch mal Lilla. Okay. Na gut, Lilla jetzt ist ja noch nicht mal so verkehrt, weil, die Rüstung ist ja noch nicht komplett, ne? Outdated werdet, wenn ich jetzt, sagen wir mal. Okay. Outdated werde ich ja, wenn ich eine komplette Titanium-Rüstung hätte. Dann werde ich outdated, ne? Orichalium-Ohr? Ja, hat Mama weg. Titanium-Ohr bestimmt nicht. Wir machen hier den grünen Hut weg. Jo. Wie viel Orichalium-Ohr haben wir denn jetzt? Das ist der Orichalium-Ohr und 39. Ach, das ist nur durch das andere Zeug alles voll. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt natürlich viel oder so. Ist aber nicht. Da bin ich sozusagen einen Trugschluss aufgesessen. Oh, wieder Orichalium. Jetzt meint Terraria gut mit uns. Warum auch immer. Aber zum Meckern habe ich jetzt keinen Bock. Snacke.
Kohle. Schauen wir mal. Das ist ja wirklich komplett unerforschtes Terrain hier. Und hier ist viel Zeug. Das ist schön. Okay, hier bin ich wieder irgendwo hingefallen. Okay. Da sieht's wässrig aus. Wässrig ist jetzt erstmal nicht so toll. Machen wir mal so lang. Da habe ich schon wieder was wässriges hier gehört. Warte mal. Machen wir hier mal so lang und so. Naja, da ist schon wässrig, das sehe ich doch. Und damit uns das Skelett hier nicht auf den Nuss geht, machen wir es so. Ja. Jo, da wird es wässriger und immer wässriger. Dann heißt das, gehen wir mal hier runter. Tolle Geräusch beim Buddeln. Machen wir weiter. Ja, und wieder wässrig. Oh, was hier an Wasser lang guckt. Hä? Jo, da ist es. Könnte ich das hier so machen? Und irgendwo fließt das Wasser gerade ab. Wohin auch? Keine Ahnung. Oh, und jetzt haben wir gleich wieder Luft zum Atmen, genau. So habe ich es mir fast gedacht. So lang. Und so lang, genau. Mensch. Dann machen wir hier mal rumbuddeln. Gucken wir mal, hier oben eine Beleuchtung reinkriegen. Gucken wir auf der Karte. Ja, da ist nämlich ein anderes Wasser dann wieder in der Nähe. Also es gibt Dinge, die werden nicht los. Und dazu gehört das Wasser. Jetzt fließt das hier ab. Sehr schön. Wasser in ein unbekanntes Höhensystem. So, wollen wir mal schauen. Springen wir mal hinterher. Okay, da ist nochmal ein Pilz. Bringt uns jetzt nicht wirklich weiter, der Pilz. Das ist eine falsche Equipmente. Und da ist wohl auch nicht viel mehr. Schauen wir mal nach. Da ist so rot. Rotes Erz. Ne, rotes Erz brauchen wir nicht. Jo. Luft. Gehen wir hier lang buddeln und gehen wir da lang buddeln. Dann haben wir gleich Luft wieder. So theoretisch. Genau, da ist es auch schon. Gut, was haben wir da? Da geht's nochmal wieder runter und da haben wir nochmal Erzwahrscheinlichkeit. Wollen wir das hier mal weg hier alles, das Wasser. Genau. Und was ist das da? Matscheblock. Juhu, ich hab Matscheblock gefunden. Ganz großes Kino. So kann nicht wahr sein, ja. So, machen wir hier mal die Null-Taste. Machen wir mal hier die Null-Taste. Buddeln uns mal hier rüber und dann geht's hier gleich wieder runter. Oder gehen wir hier weiter auf dem Weg lang. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Gibt doch nochmal da den Block. Gibt so viele Möglichkeiten. Das ist Terraria. Jo. Und was Terraria ist, ist Fledermäuse. Jede Menge. Fledermäuse ohne Ende.
und irgendwelche eventuell ärztliche Angelegenheiten. Das sieht nur normaler Eisenerz aus. Aber das hier könnte sowas sein, oder? Ne, das ist Palladium. Da ist nochmal Tungsten und ein bisschen Wasser. Sollte ja auch anders sein. Wir haben ja nicht oft Wasser hier. Viel Wasser haben wir ja hier nicht gehabt. Wir haben eine sehr wasserreiche Karte. Irgendwie buddel ich gerade hier ein bisschen irre. Okay. Okay. Obsidian. Juhu. Wir haben Obsidian gefunden. Hahaha. Ganz toll. Oh, ja, wir haben ganz tolle zwei Vasen. Beziehungsweise Krüge. Mike Krüger. In der Mehrzahl. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Ich hoffe echt, dass ich irgendwie noch so was Schickes finde, so nach dem Motto, wow. Aber irgendwie nee. Dreckblöcke, ja toll, die kriege ich. Ist ja ein Dreckblock hier. Okay, hier ist auch nicht mehr. Da unten wird es immer heißer. Heiß, heiß, heiß. Warte mal. So, hast du Pech gehabt? Ich spiele nicht mit dir. Spiele mit Schmuddelskelett, ne? Boah, hier ist nochmal sowas. Auch schön. Immer gut. Jetzt habe ich schon so viele Steine mittlerweile, dass ich die auch gar nicht mehr storen kann. Wow. Lila. Oh, jede Menge Lila. Okay. Die holen wir uns mal ran. Das heißt, da können wir uns gleich nochmal eine Rüstung bauen. Hoffe ich. Dann ist erstmal Abschluss von dieser Folge. Ich sehe nämlich gerade, wir haben 27er Minutas. Genau. Dann haben wir nochmal so einen schönen Übergang gehabt. So. Das heißt dann also einmal Magic Mirror. Steine, ja, toll. Gut, geht's erstmal hier lang. Kloppen wir mal das hier hin, machen wir das hier. Und gehen wir mal zu der Verhüttung. Wo haben wir die? Da haben wir die Verhüttung. Und dann wollen wir mal kicken. Wir haben auf alle Fälle Urikaliumbarren. Falsche Taste. Ja, komm her. 16 Dinger, da geht was. Und bevor ich die bauen kann, muss ich erstmal ein bisschen storen. Na, komm her. Schnell stapeln. Hier hoch. Schnell stapeln. Jetzt kommen hier schon die Hasen und die Enten besuchen. Das ist ja mal der Hammer. Ich hab Kimbrot. So, die Buchse habe ich gesagt. Ah, da ist sie. Leggings nennt sich das hier. Boah, keine Ahnung. Das sind Metall-Leggings. Was macht denn der jetzt beim Bonus? Flower Petals with fall on your targets for extra damage. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh! Da kam halt angeschossen. Okay. Ups, Entschuldigung, das war der Mikro. Das war meine dicke Wange. Nicht Backe. Backe ist wieder was anderes. Die Wange reicht mir sich, die Backe ist woanders. Gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag wieder mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, macht ruhig einen Daumen nach oben. Und Ideen, Kommentare und Anregungen könnt ihr unten hineinschreiben.
Und ich schaue mal, was ich davon umsetzen kann. Ich versuche mal auch, euch mal ein bisschen zu motivieren, mal Bauprojektideen zu machen, weil ich habe zwar auch einige Ideen. Ich will definitiv jetzt demnächst baldigst, jetzt wo die Rüstung ja endlich fertig ist, ja, wieder mit einem Bauprojekt anfangen. Genau, ich will ein bisschen noch was schaffen, ne? Also ein bisschen optisch und darf ein bisschen nett aussehen. Und deshalb in, sagen wir mal, nächste Folge geht's dann mal mit einer Bausession weiter. Ja, was passiert hier? Also, ciao, ciao und bye, bye.